So, dann wollen wir mal die Kamera richtig einstellen. Ja, seht ihr mich? Hallo meine Lieben, schön, dass ihr da seid. Herzlich willkommen zu einem neuen Video mit mir. Heute ein DM-Haul. Ich freue mich sehr darauf. Ich war nämlich einkaufen und habe mir gedacht, da schnappe ich mir doch schnell meine Kamera und mache ein Video. Eigentlich hatte ich was anderes geplant, aber das passt jetzt so schön. Donnerstag in 2 Stunden kommt das Video online. Ich war gerade einkaufen, also ist das andere Video für nächste Woche. Ja, außerdem werdet ihr heute in der Infobox den Gewinner finden. Und zwar von meinen Shopping Queen Schuhen. Ich blende sie euch hier nochmal ein. Die gab es ja letzte Woche zu gewinnen. Wer das Video dazu nicht gesehen hat, darf sich das gerne nochmal anschauen. Ich verlinke euch das Video in die Infobox. Und die gab es ja zu gewinnen. Und es gibt einen Gewinner. Und den findet ihr ganz unten in der Infobox. Und herzlichen Glückwunsch an dich. Bitte schick mir doch deine Adresse. Und dann schicke ich dir die Schuhe gerne zu. Jetzt aber zum DM-Haul. Viel Spaß dabei. Ich werde jetzt querbeet auspacken, ja. Ich habe gekauft für mich und für den Haushalt und für meinen kleinen Sohn. Für alle, die es nicht wissen, ich bin Mama. Und dann legen wir mal los. Huh, man ist so aus der Puste, wenn man so viel redet und so schnell. Und dann auch überlegen muss, was man erzählt. Ja. Also, als erstes habe ich gekauft Kaltwachsstreifen. Einmal so eine kleine Packung, das ist fürs Gesicht. Und das hier eben für größere Flächen. Ich benutze beides, also das benutze ich nicht fürs Gesicht, obwohl da steht Gesicht. Das benutze ich tatsächlich unter anderem für den Intimbereich, wenn ihr es ganz genau wissen wollt. Und die etwas breiteren oder die benutze ich für die Beine. Ich muss sagen, ich finde die richtig gut. Die sind günstig, es geht schnell, es tut weh. Aber was weh tut, soll ja anscheinend auch wirken, ne? Wer schön sein will, muss leiden und man leidet definitiv damit. Nein. Also ich finde die auf jeden Fall sehr, sehr gut, die Balea Kaltwachsstreifen. Und preislich sind sie auch günstig und ja, gefallen mir sehr gut. Benutze ich schon seit sehr langer Zeit. Dann habe ich gekauft Balea Wasserspray. Mein Mann findet das total unnötig und ist total sauer, wenn ich das kaufe. Das ist im Endeffekt einfach nur eine Sprühflasche. Und wenn man da drauf drückt, oh, kommt Wasser raus. Und ja, irgendwo stimmt es ja auch, es ist Verschwendung, weil im Endeffekt ist da Wasser drin. Und also irgendwo sehe ich es auch ein. Aber ich muss euch sagen, wenn es richtig, richtig heiß ist und du bist irgendwo und hast es zufällig dabei, oder im Büro und du sprühst dir das und das ist so ganz, ganz leichtes, was da rauskommt. Also das tut unheimlich gut, muss ich euch sagen. Deswegen, ja, ist das ein Muss in meiner Handtasche im Sommer. Ja, Balea Wasser Aqua Spray, also eigentlich ist das nur Wasser. Dann habe ich gekauft Balea Reinigungstücher. Meine Reinigungstücher, meine Lieblingsreinigungstücher seit Jahren. Damit schmecke ich mich immer ab. Dann habe ich gekauft Cremeseife für die Hände. Eigentlich kaufe ich es immer zum Nachfüllen, aber irgendwie habe ich es heute vergessen und das hier gekauft. Dann habe ich Besteck gekauft für den Kleinen. Ja, ich weiß nicht, aber seine ganzen Gabeln, die er hatte, sind einfach verschwunden. Und ich fand die jetzt ziemlich süß, die Farbe. Und dann dachte ich mir, komm, nimmst du mal mit. Dann habe ich mir gekauft Balea eine reinigende Maske. Leute, fragt mich nicht warum. Kennt ihr das? Man kauft Masken, obwohl man weiß, dass man noch 10 zu Hause hat. Ja, komisches Spiel, ist aber so. Auf jeden Fall bei mir. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, ob das bei euch auch so ist. Dann habe ich gekauft, mag ich total gerne, Rotbäckchen Klassik, ja, dieses Getränk. Das habe ich früher in meiner Schwangerschaft getrunken, da ist viel Eisen drin. Und manchmal mag ich das ganz gerne, ich bilde mir ein, dass das voll gesund ist. Und habe mir 2 Fläschchen gekauft, mal für morgens. Arthur kriegt auch mal ein Schlückchen, so für Eisen. Ja, mag ich ganz gerne. Dann habe ich gekauft Hygienegel, also Desinfektionsgel von Balea. Habt ihr wahrscheinlich auch zu Hause. Dann habe ich gekauft Salz für die Spülmaschine. Brauchten wir ganz dringend. Ich habe letztens, es gibt ja so körniges Salz, also dickes Salz und so ganz, ja, so dünnes Salz. Letztens hatte ich dieses pudrige, also dieses dünnes, mag ich irgendwie nicht. Ich mag das viel lieber, wenn es so richtig grobkörnig ist.
Und ja, das habe ich mal gekauft. Und weil es nicht so teuer war, habe ich mir gedacht, kaufe ich mal das Marken-Spezialsalz für die Spülmaschine. Dann habe ich gekauft allerlei Hip-Töpfchen mit Frucht und auch eine Kartoffelcremesuppe. Mein Gott, das gibt's halt, wenn ich nicht gekocht habe. Dann kann man das wunderbar aufwärmen oder man ist unterwegs. Und Arthur schmeckt es sehr gut und deswegen finde ich das in Ordnung. Und dieses Büchermüsli mag er auch gerne. Manchmal gibt es morgens oder halt nachmittags oder wenn wir unterwegs sind. Und so Apfel pur, das mische ich ihm meistens in den Milchbrei, wenn ich den mache, abends für ihn. Oder in Milchreis oder in Grießbrei. Also ja, auch mit Joghurt mache ich das manchmal. Genau. Dann, ja, hier habe ich noch eine Tomatencremesuppe von Hip. Mag er auch sehr, sehr gerne. Dann habe ich noch gekauft, oh, wieso sind die denn offen? So Schwammtücher, diese bunten, diese breiten, die mag ich sehr gerne. Dann habe ich gekauft Wattepads für den kleinen Popo. Dann habe ich gekauft Primilch. Ja, mein Sohn wird jetzt bald 2 Jahre alt und ich gebe ihm immer noch die Pre-Anfangsmilch, aber nur morgens, nicht mehr abends, das mache ich schon lange nicht mehr. Aber er mag sein Fläschchen morgens sehr, sehr gerne und das möchte ich ihm noch nicht verwehren, aber irgendwann mal wird es schon so sein. Manchmal habe ich auch keins zu Hause oder ich merke, oh Mist, habe vergessen nachzukaufen, dann kriegt er auch mal ein ganz normales Milchfläschchen, aber ja, also es gibt keinen richtigen Grund, warum man ihm das jetzt nicht geben sollte und es schmeckt ihm noch und ja, das Fläschchen möchte ich ihm noch nicht verwehren. Außerdem schläft er morgens, wenn er die trinkt, noch ein Stündchen länger. Also, ich gebe zu, es ist auch ein bisschen Egoismus dabei. Aber nicht vergessen, es schmeckt ihm. Ganz wichtig, Schwimmwindeln für den Kleinen, damit, wenn wir schwimmen gehen, er natürlich, ja, alles machen kann, was er möchte, in die Windel. Dann habe ich noch diese Mais-Sticks gekauft. Die mag er auch sehr, sehr gerne. Kommen immer gut an. Die schmeckt man auch mir richtig gut. Dann habe ich noch gekauft einen Nagellack. Mal eine neue Farbe. Seht ihr das? Arthur, okay. Magst du auch was in die Kamera hängen? Das hatten wir aber schon gezeigt. Gell? Das ist das Fläschchen. Okay, und das ist die Nummer. Moment. Magst du einen Schluck trinken? Das ist die Nummer 509. Auf jeden Fall ist dieser Nagellack von Essie. Ich habe nur Nagellacks von Essie und ich finde die super gut. Und es ist die Nummer 509. Sehr, sehr schöne Farbe. Ich habe es auch schon ausprobiert. An einem Finger. Ja, das ist so ein... Ja, wie so ein Altrosa. Sehr, sehr schön. Kann ich nur empfehlen. Aber nur einen Nagel habe ich gemacht. Hoppala. Soll ich dir das aufmachen? Dann habe ich gekauft Meister Propper Badreiniger. Hab auch den gleichen für die Küche. Ich liebe den Duft, deswegen ist es Meister Propper. Und das letzte, was ich gekauft habe, sind Baby Love Wickelunterlagen für den Kleinen. Und ja, brauche ich immer für unterwegs und zu Hause. Ja, Arthur, so muss man das reinhalten. So, so, ja, genau. Dann kannst du sagen, das ist ein super leckerer Saft. So, meine Lieben, ich hoffe, mein Haul hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr seid nächste Woche auch wieder mit dabei, am nächsten Donnerstag. Hier gibt es dann wieder ein Video für euch. Und folgt mir auch gerne auf Instagram unter Koch mit Melody bin ich zu finden. Und nicht vergessen, schaut in die Infobox, denn da gibt es den Gewinner der Schuhe.